schönes Eck, vor allem ein ganz tolles Europa-Premier, oder? Richtig, das ist ja auch. Die E-Halt Bundesliga 5. Der hier mit der ganz ordentlichen Geschwindigkeit vorbei, raus. Ich sag mal gerne, der Ferrari unter den Hunden gibt, weil er einen starken Sound hat, aber nicht nur das. Hier hört man es auch wieder. Also da kannst du so manches Auto gerne Scheiben von abschneiden. Was habt ihr denn da an neuen Sachen drin? Vielleicht geht er so zur größeren Kategorie was an? Was für eine Maschine ist es? Die größten Motoren. Also die größten Motoren sind großer V12, MTU-Motor. Der mit 700 PS, da müssen wir jedem Sportwagen, müssen wir jedem Ferrari wahrscheinlich genug Leistung hat für die Mulde. So Maschine, wir haben 70 Tonnen Druckmaß und bewegen uns von der Gesamtmaschine um die 110 Tonnen. Das ist schon ganz ordentlich, wobei, aber das ist ganz schön ordentlich, reden wir dann gleich nochmal. Jetzt schauen wir erstmal dem Ladespiel zu, jetzt hat der EC700 sich Bewegung setzt. Zum Beispiel separat verstellbar vom Boden, unabhängig von der Position vom Fahrersitz. Also jede Fahrergröße oder Fahrerwunsch einstellen. Ja, das ist jetzt hier auch nur beladen. Das ist ein sehr schönes Bild natürlich. Den gleichen Sound, den wir draußen hören, hört der Fahrer in der Kabine zum Glück nicht. Das heißt, wir haben eine schallisolierte Komfortkabine, die natürlich den Sicherheitsstandards, die Cross-Fox-Kabine, um vor herabfallenden Steinen zu schützen, die Serien dabei. Das, was wir draußen hören, das ist für uns nutzbar. Ansonsten sehen wir auf der Seite noch so rot und gelb. Das riecht ein bisschen nach Liegeeinrichtung. Richtig, wir haben eine Ordnungs-Liegeeinrichtung serienmäßig in der E-Halt-100. Das heißt, die Anzeige für den Baggerfahrer, dass er weiß, kann ich noch was zuladen, ist die Mulde voll. Ja, einfach zu verhindern, dass die Mulde überladen. Es gibt ja bei vielen Gerätschaften, wenn sie heute neue Dinge sind, und da geht man davon aus, dass man so eine Europa-Premiere wie diese Assistenzsysteme oder Unterstützungsmöglichkeiten besteht. Was habt ihr da verschiedene Sachen? Richtig, wir haben zum einen ein System, das den während dem Schaltvorgang im Drehmoment reduziert. Das heißt, um Getriebestränge, Antriebsachsen zu schonen, diesen Verschleiß zu reduzieren. Dazu haben wir noch einen Merkfahrassistent und eine Optimum Range, das heißt, die Maschine merkt, wenn sie leer ist, wählt dort beim Anfang nicht den ersten Gang, sondern den dritten Gang. Das heißt, die Maschine hat weniger Kraftstoffverbrauch, wenn sie leer wäre, weil sie natürlich auch 60 Tonnen weniger gekauft hat. Und der Bergassistent, was macht der noch alles? Der hilft dem Fahrer, wenn man es nicht vergleicht mit dem Pkw, dass er, wenn er am Berg anfährt, dass die Mulde nicht erst einen halben Meter zurückrollt, sondern von der Stelle losfährt, so wie es heißt. Ein einziges sein soll. Ja, klingt nach einer guten Maschine und ich hatte einiges gesagt über das Thema Größe und Relation. Reden wir nochmal und wir sprechen dazu die Gelegenheit, denn auch hier Größe ist ja wie ein bisschen relativ. Wir präsentieren von den Taxi hier die kleinsten Multimodelle, die wir im Programm haben. Wir gehen hoch bis zum EH5000 und liegen dabei 270 Tonnen. Im Vergleich haben wir hier den kleinsten Multimodelle. Hat für uns für den Taxi den Vorteil, den Taxi entwickelt von Großmaschinen zu den kleinen runter. Das heißt, wir haben hier groß dimensionierte Komponenten und haben eine leistungsstarke, zuverlässige Maschine. So, das war ein Eingang. Da ist für jeden was geboten, vor allem Größen. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, kann man sich das Ganze dann bei euch am Stand anschauen. Vielleicht zum Volvo noch. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, über Sicherheit. Das ist natürlich bei euch auch ein Thema. Klar, ihr sprecht robuste Maschinen, aber auch von der Konstruktion selber ist die Maschine, glaube ich, schon recht stark und robust aufgebaut. Ja, absolut. Sowohl Oberbahn, Unterbahn und auch die Ausrüstung ist also speziell jetzt für den Steinbruch-Einsatz konzipiert. Alle Sicherheit, 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 Sicherheit,